Meine gefälschten Dokumente waren so gut, dass ich es schaffte, den Staat zu täuschen und mir echtes Geld drucken ließ. Ich habe den zweitgrößten Falschgeldbetrug der Geschichte begangen. Mein Name ist Arthur Virgilio Alves Reis und das ist meine Geschichte. Geboren wurde ich in der Stadt Lissabon in den schattenhaften Gassen, die von den Echos der Vergangenheit widerhallen, im Jahre 1899. Von klein auf erkannte ich, dass die Welt von den Fäden des Geldes zusammengehalten wird, ein unsichtbares Netzwerk, das die Mächtigen schützt und die Schwachen in ihrem Griff hält. Es war diese Erkenntnis, die das Fundament meines Seins prägte und den Weg für den unglaublichen Betrug ebnete, der mein Vermächtnis werden sollte. Im Jahr 1922, als die Welt noch von den Wunden des Krieges heilte, begann ich mein größtes Abenteuer. Mit nichts als einem scharfen Verstand und einem Stück gefälschten Papiers, das ich mit der Sorgfalt eines Malers und der Genauigkeit eines Wissenschaftlers hergestellt hatte, überlistete ich die Bank von Portugal. Ich gab mich als bevollmächtigt aus, im Namen der Regierung Geld zu drucken. Es war ein kühner Schachzug, der mich in die Annalen der Gaunerei katapultieren sollte. Ich überzeugte die angesehene Druckerei Waterlow & A.M.P. Sons in London, dass ich mit meinem gefälschten Dokument in der Hand das Recht hätte, echte portugiesische Banknoten zu drucken. Sie glaubten mir und die Maschinen begannen zu rattern, spuckten Geld aus, das echt aussah, fühlte und roch, weil es das auch war, nur ohne offiziellen Segen. Mit diesen Banknoten finanzierte ich ein Leben in Luxus und kaufte alles, was mein Herz begehrte: Banken, Schiffe, Land. Doch mit jedem ausgegebenen Geldschein wuchs das Risiko. Die Behörden wurden aufmerksam und ich spürte, wie sich die Schlinge um meinen Hals zuzog. Die Ermittlungen begannen und mein Kartenhaus aus Hochmut und Falschgeld drohte einzustürzen. Ich hatte fast das Unmögliche geschafft und doch war ich nur ein Mann gegen ein System, das darauf wartete, mich zu verschlingen. Doch im Schatten meines Triumphes regte sich das Unausweichliche. Im Jahre 1925 wurde das unvorstellbare Ausmaß meines Schwindels offenbart. Mein kartenhausartiges Reich stürzte ein und die Folgen meiner Handlungen fegten wie ein Sturm über Portugal hinweg. Freunde, die ich als Brüder betrachtete, wandten sich ab und meine Feinde, die ich einst so mühelos überlistet hatte, warteten mit Genugtuung auf meinen Fall. Als ich vor Gericht stand, die Augen der Welt auf mich gerichtet, sah ich die Gesichter derjenigen, die ich betrogen hatte. In diesem Moment erkannte ich das volle Ausmaß meines Wahnsinns. Ich, der ich gedacht hatte, ich könnte die Fäden des Schicksals selbst in die Hand nehmen, war nun nur ein Gefangener meiner eigenen Hybris. Hinter den kalten Gittern des Gefängnisses, in den endlosen Nächten der Einsamkeit, dachte ich über die Wendungen meines Lebens nach. Die dunkle Ironie, dass ich, der ich so viele täuschte, letztlich mich selbst am meisten täuschte, war nicht zu übersehen. Aus dem Abgrund meiner Zelle blickte ich zurück auf die glitzernde Fassade meines früheren Lebens und erkannte, dass jede Münze, jedes Stück Papier, das ich erschuf, nur ein weiterer Stein war, den ich auf mein eigenes Grab legte. Doch selbst jetzt, in den stillen Momenten des Nachsinnens, kann ich die Faszination nicht leugnen, die von dem gewagten Spiel ausgeht, das ich spielte. Verfolgen Sie weiterhin meine Geschichte, und ich verspreche Ihnen, dass ich die Schleier lüften werde, die über den dunkelsten Ecken meiner Seele liegen. Tauchen Sie ein in ein Leben voller Paradoxien und Täuschungen und entdecken Sie, wie ich, Alves dos Reis, die Welt verführte und zugleich selbst zum größten Opfer meiner eigenen Illusionen wurde.